So voll. Den nehme ich wieder weg. Oh, können wir heute mal in der Kaschemme schlafen? Ist ja schick. So. Tür ist zu. Dann wandert man hier hoch. Ach, nehmen wir das Rechte heute. Blub. Schlafen wir eine Runde. Wie gehabt, wie immer, wie schön, wie lustig, wie tralala, ta 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 ta. Wie gesagt, ich bin am Durchdrehen. Ich bin heute total neben der Spur. Total bekloppt in der Birne ist der Junge. Total bekloppt. Das ist ja nicht normal hier. Total bekloppt ist er. Aber total bekloppt. Total bekloppt, der Junge. So. Machen wir hier. Hier füllen wir. Füllen, 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 füllen. Füllen, füllen. So. Machen wir hier auch noch ein bisschen. Dann machen wir sie hier nicht so, so gestellt. So. So, so. Ein bisschen natürliche Kante. So, dann müssen wir hier noch ein bisschen verbreitern. So. Lass mal hier ein Klippelein. Nee, da wollte ich jetzt gerade keinen hinsetzen. Kommt er da hin? So. Dann haben wir, glaube ich, mal den Weg soweit fertig. Machen wir natürlich hier noch eine schöne Beleuchtung. Soll ja hier einladend sein, sonst geht ja keiner in die Kaschemme. Nee, nur über die Tür. Nee, ist auch doof. So, was könnte man denn noch Schönes fabrizieren? Oh ja, oh ja. Zwei so Aschenbecher. Oder? So eine Mulde. Ist ja, Rauchen in Lokalen ist ja bei uns verboten in Bayern, also. Ja, ideal, dann stehen die alle hier beim Rauchen. Dann müsste ich hier noch so einen Heizpilz aufstellen. Das finde ich eigentlich schon genial. Alle stehen draußen und rauchen sich einen ab. Ah ja. Da ist zum Teil draußen mehr los als drinnen. Also, das ist echt lustig. Finde ich schon geil, wenn wirklich draußen mehr Stimmung ist als drinnen. Ja, weil so viele Raucher draußen stehen, ist schon absonderlich. Da zum Teil wird sich ein Getränk bestellt, wird sich rausgestanden oder. Das ist schon geil. Das ist so lustig. Das muss man erlebt haben. Das ist echt geil, wenn es da wirklich draußen bist, so raucherfrei, so, hier so mords die Leute, da gehst du rein, so, leer? Was geht denn ab? Das ist schon geil. So. wollte ich nur mal loswerden, so. Aus Sicht eines Bayern. Muss ja auch mal sein. Dass ihr wisst, was hier so abgeht. Dass das einfach lächerlich ist. Gebracht hat's nix. Die Leute rauchen immer noch. Aber dafür Mordseinnahmebußen der Wirtshäuser, aber naja. Oh, ich kann mich wegömmeln.
Ich weiß jetzt gar nicht, was ich jetzt noch machen sollte. Ich glaube, ich drehe mal eine kleine Runde durch unsere Stadt. Durch unsere Welt. Ja, ich heiße zwar nicht Maya, aber ich tue, was mir gefällt. Aha. Nee, aber... Pff, keine Ahnung. Geistiger Dünsches ist nichts mehr mir. Ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Jo, so nach dem Motto bin ich gerade. Ach ja, hier wollte ich ja auch noch auffüllen. Restlos auffüllen. Jo, dann tue ich das mal. Weil hier so, das Loch sieht komisch aus. Ist auch irgendwo doof gerade. Deswegen mache ich hier mal alles voll. Dann verbrate ich die restliche Erde noch, die wie ich habe. Aber erst wenn ich mir ein Schnitzel wieder reingedrückt habe in den Magen. So. Ist zwar eh gleich Ende. Alter. Spinnen ihr rum? Ich will kotzen. Ist noch gut. So. Muss hier noch ein bisschen rum ums Eck. Was man denen ins Fenster gaffen kann. Bisschen gaffen. Was grinst du mich so an? Ich krieg hier schon halb Anfälle. Krieg schon graue Haare, weil ich meinte, das sind Reaper. Weil die Viecher auch so grün sind hinter den Ohren. So. Immer diese Grünlinge. So, da ist die Erde auch zu Ende. Ich hab hier eigentlich gerade keine. Ich hab grad nichts im Hirn, was ich machen könnte. Stimmt's, Emma? Ja, Emma. Ich weiß, du bist halt heute wieder total bekifft und total weggetreten. Ja, Emma. Ich kenn dich haargenau. Du Kifferkuh, du stehst ja förmlich auf Gras. So, aus, naja, geistigen, nichts mehr wissen, was ich tun könnte, beende ich heute mal die Aufnahme. Ich hoffe, ich habe nächstes Mal wieder mal mehr Ideen und dann können wir mal wieder ein bisschen mehr bauen und so. Oder vielleicht mal erkunden, das weiß ich noch nicht so genau. Was stellt sich noch alles raus? Bis zum nächsten Mal. Ciao. Guten Tag. Da bin ich mal wieder mit Minecraft. So. Ich wollte ja den Tisch noch ändern. Also das mache ich gleich mal als erstes heute. Denn die Aufnahme ist frisch und da müssen wir mal munter ans Werk. Und der Tisch gefällt mir eh nicht. Jo. Schwert? Nö. Axt. Spitzhacke. Das war's. Das war die Rätselslösung, dass ich mir die mit Spitzhacke zerlegen muss, wieso auch immer. Ist zwar irgendwo blöd, aber hilft ja nicht. So, dann muss ich hier mal mit Sand stopfen. Nicht, dass mir hier gleich ein Malheur passiert. So, na komm, zack. Dann haben wir hier Ruhe. So, welchen Tisch könnte ich denn bauen? Da bin ich immer sehr überfragt. Denn ich habe immer blöde Tischideen irgendwie. Naja, der hat mir jetzt wirklich nicht gefallen. Also, puh, der war ja wirklich grottenhässlich. So, was haben wir denn im Angebot? Wir haben hier stinknormale Dingens. Probieren wir es mal mit dem üblichen. So. So. Tischgerüst steht. Naja, die Tische werden immer hier besonders hoch. Ist ja auch doof. Aber dann hat man hier zumindest einen anständigen Tisch.
nicht irgendwas so komisch zusammenklabustert. So, was könnte ich machen? Ich könnte mir den Cobblestone einpacken. Könnte ich. So, deswegen packe ich die Glasscheiben hier rein. Ich muss hier wieder Platz schaffen für mehr einfach. So. 20 Steinziegel, 26 Steinziegel. Ja, dürfen reichen. Glaube ich zumindest. Den Kies lasse ich mal dabei. So, den Sand packe ich hier hinten in die Sandkiste, auch wenn es hier schon wieder dunkel wird. Wie immer halt. Beginn die Aufnahme und es wird dunkel. Naja, hilft ja nicht. So, was habe ich hier noch alles dabei? Sieben Blümchen. So, den Flintstone haben wir hier. So. Ich glaube, ich lege mich hin, dass ich hier dann, wenn die Sonne doch wieder aufgehen sollte, ich sofort hier rumstrabenzen kann. Ohne dass ich hier Angst vor Gegnern wieder haben muss. Ich scheiße mir irgendwie immer in die Hose bei Minecraft, dass hier irgendwelche Gegner mich angreifen könnten. Naja. Wir müssen echt mal auf Konfrontation gehen. So, ich muss hier. Ich muss hier noch ein paar Werkzeuge ablegen. Schaufel nehmen wir mit. Zwei Stück, wie immer. Die Schere kann hier bleiben. So, Holz lassen wir auch mal am Manne. So, was haben wir hier noch? So, die Zäune können weg. Die Zäune können weg. Normalen Stein hätten wir hier noch zur Auswahl. Kies, Kies. So, aufeinander gestapelt, dann ist hier gut. Unterschiedliche Bretter, Steinziegelhammer. So. Dann packen wir uns die Taschen hier gleich mal mit Cobblestone voll. Dann können wir hier was Gescheites unternehmen mit. Denn wir haben ja noch eine Ecke zum Basteln. Hat ja noch ein Projekt, was ich ja schon mal angekündigt habe, dass ich bauen könnte. Dass wir, wenn wir doch mal wieder in die Höhle hintergehen sollten, dass wir gleich was in der Nähe haben zum Nächtigen. Was Anständiges. Da müssen wir nicht andauernd hier vorrennen. Dauert ja auch immer ewig, bis das fertig ist. Ich bin irgendwie momentan nur am Bauen. Aber was soll's. Muss halt auch ab und zu mal sein. Wenn man schon munter abbaut, dann müssen wir auch wieder aufbauen. Vor allem irgendwann muss man die Kisten auch mal wieder leer kriegen. Vor allem jetzt mal den Cobblestone wieder leer und so. Wieso ist hier. Ja, egal. Ist ja auch Wurst, dass das Boot hier so rumschwimmt. Ja, der Steg hat was. Naja, ist jetzt nicht mein bestes Gebäude geworden, die Fischerhütte, aber man kann sich's angucken. Würde ich jetzt mal behaupten. So, hier schält sich wieder mal schön langsam unsere Burg aus dem Hintergrund raus. Dauert ja immer ewig, bis das geladen ist. So, und ich wollte ja hier noch ein Gebäude herstellen. So. Dann hüpfen wir mal wieder hier hoch und machen uns hier noch eine freie Ebene, dass wir hier schön arbeiten können. Aber erstmal muss ich ein paar Sachen noch in die Kiste ablegen. Dass ich hier natürlich munter was machen kann. So. Ganzen Stein erstmal hier rein. Dann ist gut. So. Dann dürfte man soweit frei sein. Darf ich hier durch? Danke. Geht doch. So. Dann muss ich hier noch eine Ebene wegschaufeln, oder? Nee. Nee, nee. Hier lasse ich lieber mal die Ebene. Hier muss ich jetzt auch mal alles abbauen. Das gefällt mir ja schon lange nicht mehr. So.
dann bauen wir hier noch ab. Soll schon ein bisschen größer werden, das na, wie soll ich sagen, das Bergbauhäuschen. Dass wir hier natürlich was Gescheites anfangen können damit. Ich bin wirklich momentan in der Bauphase, mei. Da kann man nichts machen. Man will ja auch was Schönes.